Hallo, wir sind die Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage von der Peter-August-Böckschige-Gesamtschule und wollen gerne wissen, wie es um die Demokratie und den Antirassismus in Burgitzhausen steht. Dafür haben wir einige Interviews mit verschiedenen Menschen dieser Stadt und verschiedenen Einrichtungen gedreht. Wir sind Tobias Trier, Alissa, Fritz, Lena und haben Interviews vom Kindergarten bis hin zur Stadt und den Vereinen zu diesem Thema geführt. Zuerst fliegen wir nun mit unserer PAB-Drohne von Herrn Felker zum Sonnenschein-Kindergarten in Burgitzhausen zu Frau Altenmöller und den Kindern am Bahnhof. Mein Name ist Elena Altenmöller und ich arbeite hier im Kindergarten Sonnenschein als Erzieherin. Schön, dass Sie teilnehmen. Ja, gerne. Ich wollte Sie fragen, ob es eine Partizipation hier im Kindergarten gibt. Ja, also die Kinder dürfen ganz viele Sachen hier selber mitbestimmen. Zum Beispiel machen wir Abstimmungen, wenn es darum geht, dass wir sowas wie einen Energiewächter haben wir jetzt bestimmt. Das sind die Kinder, die immer darauf achten, dass die Heizungen nicht alle auf 5 gedreht sind, wenn es total warm ist, dass die Türen nach draußen alle zu sind, wenn es draußen kalt ist. Oder dass, wenn die Sonne scheint, die Lampen ausgeschaltet werden. Oder die Kinder achten auch darauf, dass die Wasserhähne ausgemacht werden und nicht jemand den ganzen Vormittag anlässt. Und da machen wir dann auch so Abstimmungen. Wir haben so Namensschilder von den Kindern, die legen wir dann alle in die Mitte. Und dann hat jedes Kind sozusagen eine Stimme. Dann nehmen wir dann Kastanien, Bausteine, Legosteine, einfach irgendeinen Gegenstand, den die Kinder dann auf das jeweilige Schild legen dürfen. Und dann machen wir das wie so eine Wahl bei den Erwachsenen, nur halt ohne Schreiben, ohne Kreuzchen machen, sodass dann jeder seine Kastanie auf den jeweiligen Namen legen darf. Genau, und dann hat man auch eine schöne bildliche Darstellung am Ende, wer dann die Wahl gewonnen hat. Die Kinder wissen dann, wem welches Namensschild gehört. Da sind auch Zeichen drauf oder Bilder, dass die Kinder halt wissen, von wem das jeweilige Zeichen ist. So stimmen wir zum Beispiel Sachen ab oder wenn es darum geht, ob wir rausgehen wollen oder nicht. Da fragen wir natürlich auch vorher die Kinder, dass wir dann ganz normal mit Melden abstimmen, wer noch draußen möchte, wer lieber drin bleiben möchte, damit hier keiner irgendwas machen muss, was er nicht möchte. Oder ob wir in die Turnhalle gehen, ob wir bestimmte Bastelangebote machen. Also wir stimmen eigentlich alles immer mit den Kindern ab und fragen auch, was die Kinder denn wollen, damit es denen hier auch gut geht. Was können die Kinder bei euch alles mitbestimmen? Ja, das meiste habe ich ja gerade schon gesagt. Also die können eigentlich den ganzen Alltag so mitbestimmen. Klar, den Grundrahmen geben wir natürlich vor, damit der zeitliche Rahmen gegeben ist, so Sachen wie Mittagessen und Ruhezeit und Frühstück, das ist jeden Tag gleich, aber alles, was so dazwischen stattfindet, die Freispielzeit oder wo die Kinder spielen möchten, das können die mitentscheiden. Die dürfen sich auch in andere Gruppen bewegen, die dürfen nicht nur den ganzen Morgen in ihrer eigenen Gruppe bleiben. Wer das möchte, ist natürlich auch okay, aber die können fragen, dürfen wir heute mal auf den großen Bauteppich oder können wir in einer anderen Gruppe heute Morgen spielen oder manchmal dürfen auch mal zwei Kinder alleine schon mal nach draußen. Also die können im Prinzip ganz viel mitbestimmen. Genau. Gibt es hier ein Kinderparlament? Also wir haben kein richtiges festes Kinderparlament, sowas haben wir nicht. Also wir machen das dann eher so gruppenweise, dass wir uns dann mal zusammensetzen und für die Gruppe was bestimmen. Also so ein festes Kinderparlament haben wir nicht, aber machen wir dann gruppenweise mal so im Alltag. Haben Sie hier Erfahrungen mit Rassismus schon mal erlebt? Also eigentlich eher selten. Die Kinder sind da eigentlich immer ganz offen, was das Thema angeht. Klar, die fragen mal sowas wie, warum hat der und der eine dunklere Hautfarbe oder wieso habe ich blonde Haare und der hat dunklere Haare oder sowas. Also das fragen die schon mal nach, aber nicht eigentlich ganz, ganz frei und ohne irgendwelchen bösen Hintergedanken. Also Kinder sind da eigentlich echt total offen und das erleben wir auch immer wieder, dass sie da gar nicht so, es ist denen eigentlich egal, wer welche Hautfarbe hat oder wir haben auch Kollegen oder eine neue Kollegin, die spricht noch nicht so gut Deutsch, da sind die Kinder total offen und verbessern auch oder fragen einfach nochmal nach, wenn sie was nicht verstanden haben. Natürlich fragen die auch, oh, warum spricht der und der denn so anders als wir oder warum kann das und das Kind noch nicht so gut Deutsch? Und dann erklären wir halt, ja, die Eltern kommen aus einem anderen Land oder das Kind ist in einem anderen Land geboren, aber das ist dann auch eigentlich völlig okay und die helfen eigentlich auch immer mit. Also wir machen eigentlich wirklich ganz, ganz wenige Erfahrungen mit Rassismus, eigentlich so gut wie gar nicht. Okay, danke, das war's schon. Ja, vielen Dank für die Teilnahme. Ja, gerne, gerne. Wie heißt du? Maya Friedrich. Jakob Prieska.
Greta, Mila, Ole, Weber. Okay. Die erste Frage ist, werdet ihr Kinder alle gleich behandelt? Ja. Ja, wirklich? Nein. Und warum nicht? So genau wissen wir es nicht. Okay. Ist es euch wichtig, welche Hautfarbe ein Kind hat? Ja. Und warum? Habt ihr die Frage verstanden? Nein. Sag das mal nochmal lauter. Ich glaub, also Frage ist es euch wichtig, ob ein anderes Kind eine andere Hautfarbe als ihr habt? Okay. Wo dürft ihr etwas selbst mitbestimmen? Zu Hause. Aber wir machen ja hier auch manchmal so Sachen, wo ihr was mitbestimmen dürft. Wir machen ja manchmal Abstimmungen, zum Beispiel, wenn wir nach draußen gehen. Ihr könnt ja, vielleicht kann ja mal einer erklären, was wir manchmal machen. Mit dem auf den Stuhl stellen oder unter den Stuhl setzen. Will das mal einer erklären, wie wir das manchmal machen? Greta vielleicht? Oder Mayra? Ach komm, ihr wisst das doch alle. Zum Beispiel, wenn Birgit oder ich dann fragen, ob wer möchte rausgehen oder wer möchte lieber drin bleiben, dann sagen wir ja manchmal, wer drin bleiben möchte, der darf dann was machen? Drin bleiben. Nee, mit diesem auf den Stuhl stellen oder unten drunter legen, was machen wir da immer? Zum Beispiel, genau, dann sagen wir doch immer, wer drin bleiben möchte, der setzt sich mal auf den Boden und wer und wer raus möchte, der stellt sich auf den Stuhl. Solche Abstimmungen machen wir doch manchmal. Oder wenn wir zum Beispiel den Energiewächter bestimmen, was haben wir denn da gemacht? Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Da haben wir was in die Mitte gelegt, Mayra. Schilder und Kastanien. Genau, und was steht auf den Schildern drauf? Die Namen. Mayra? Die Namen. Eure Namen, genau. Da haben wir alle eure Namen in die Mitte gelegt. Und dann durfte sich ja jeder etwas aussuchen. Wisst ihr noch was? Was habt ihr da drauf gelegt? Ja? Kastanien. Und dann haben wir abgestimmt, wer auf einem Schild die meisten Kastanien hat. Und wer ist dann der Energiewächter? Richtig, so stimmen wir ja auch manchmal Sachen ab, ne? Wie eine richtige Wahl bei den Erwachsenen. Nur, dass die das mit Kastanien und Schildern machen, ne? So dürft ihr ja auch manchmal was mitbestimmen. Genau. Nun geht's zur Violenbachschule Nord. Hier erwartet uns Frau Gamze Cengiz mit ihren Grundschulkindern. Mal sehen, was die SOR-SMC-Gruppe noch alles in Erfahrung bringt. Hallo, ich bin Frau Cengiz, ich bin die Klassenlehrerin der 1A. Ja, okay, freut mich. Ich stelle Ihnen jetzt insgesamt zwei Fragen. Und zwar die erste wäre, gibt es Partizipation bzw. Mitbestimmung in der Grundschule? Genau, die Kinder hatten gerade schon ein paar Punkte genannt. Natürlich ist das an der Grundschule nicht so vielfältig, wenn wir weiterführenden Schulen, aber die Kinder haben schon relativ früh in den ersten Klassen die Möglichkeit mitzubestimmen. Also wir haben ganz klassisch immer den Morgenkreis, dass die Kinder sich erstmal mitteilen können, was haben sie erlebt, was wünschen sie sich auch für die Klasse. Dann haben wir einen Klassenrat, den die Kinder auch selber bzw. eigenständig leiten. Dazu haben wir quasi einen Briefkasten, der wird dann einmal die Woche geleert und der Leiter des Klassenrates bestimmt dann den Ablauf, wenn beispielsweise ein paar Regeln nicht eingehalten worden sind, entscheiden die Kinder dann, okay, wie können wir das besser machen in der Klasse, wie funktioniert das gemeinsame Miteinander besser. In anderen Bereichen ist es so, dass die Klassenregeln gemeinsam aufgestellt werden, das heißt, alle Kinder müssen noch unterschreiben und das ist einfach dann ganz schön zu sagen, du hast damals mitbestimmt, dass du dich an diese Regeln halten möchtest und so ist, sage ich mal, das gemeinsame Miteinander einfach deutlich einfacher auch zu gestalten. Im Unterricht gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, zum Beispiel Wochenplanarbeiten oder Stationsarbeiten. Da können die Kinder selber durch ihr eigenes Tempo mitentscheiden, dass sie beispielsweise Pflichtaufgaben haben und der Rest ist zusätzlich oder sie können sich aussuchen, welche Aufgaben sie machen möchten. Einfach je nach Lerntyp, je nach Lerntempo. Und ich würde mal sagen, das sind so in der Grundschule vielfältige Möglichkeiten, den Kindern auch durch jetzt nicht Projekte oder größere AGs, dass sie selber mitbestimmen können. Wir haben zum Beispiel an der Grundschule auch AGs, da können die Kinder selber mitentscheiden, was interessiert sie mehr.
Ganz spannend ist, dass wir aktuell die Streitschlichter AG haben, dass die Kinder auch selber mit auf den Schulhöfen mitwirken können, Streit schlichten dürfen und dass man auch auf die hören kann, dass man auf die Kinder hören muss. Das wären so ein paar Beispiele bei uns in der Grundschule. Sehr schön, also sehr viel Mitbestimmung auf jeden Fall. Und dann die zweite Frage, hatten Sie schon Erfahrungen mit Rassismus an dieser Schule? Ich muss sagen, Erfahrungen mit Rassismus so nicht. Ich würde sagen, kleinere Kinder nehmen natürlich so Unterschiede wahr, aber bewerten das noch ganz anders. Was Kindern natürlich auffällt, ist, wenn Kinder noch nicht so gut Deutsch sprechen. Da kommt öfter die Rückfrage, der versteht mich nicht oder das Kind versteht mich nicht. Und da muss man erstmal erklären, okay, das Kind spricht eine andere Sprache als du und das kann einfach noch nicht so viele Wörter wie du. Und die Kinder gehen damit eigentlich sehr, ich sag mal, entspannt erstmal um und die verstehen das auch erstmal einfacher. Aber natürlich, einzelne Fälle gab es schon immer, aber ich würde auch sagen, dass liegt jetzt nicht an der Hautfarbe oder an der Haarfarbe, sondern es ist dann eher das Verhalten. Wenn das Kind dann andere Kinder ärgert, das fällt den Kindern doch eher auf. Also es sind mehr so charakterliche Aspekte. Ja. Okay, dann danke ich mich für die Fragen. Vielen Dank. Ja, genau. Ich heiße Thilo und ich heiße Sophie. Genau, und ich bin Elif und die Interviewerin für euch heute. Die erste Frage, die ich für euch habe, ist auf jeden Fall erstmal, werden alle Kinder für euch gleich behandelt hier auf der Schule? Also ich habe jetzt noch keinen Fall erlebt, wo es jetzt mal nicht so war, aber wenn irgendwie was ist, dann glaube ich wegen dem Aussehen. Ja. Okay. Also ich habe auch noch nichts gesehen und ja, ich glaube auch nicht, dass es bei uns in der Schule gemacht wird. Okay, dann erstmal gut zu wissen. Dann die zweite Frage, spielt die Hautfarbe für euch eine Rolle? Also für mich nicht. Ich finde, wenn ich eine Freundin habe, die dunklere Haut hat, finde ich eher, wie sie von Innerem irgendwie wird. Also die Hautfarbe macht für mich nichts. Schön. Für mich spielt die Hautfarbe auch keine Rolle. Aber die Person sollte halt natürlich nett sein. Wenn sie nicht nett ist, mag ich sie auch nicht. Ja. Aber die Hautfarbe spielt sie. Genau. Okay, und dann die dritte Frage. Wo dürft ihr mitentscheiden? Also im Sport dürfen wir manchmal mitentscheiden, wenn jemand Geburtstag hat, das dürfen wir ins Spiel entscheiden. Und manchmal beim Schwimmunterricht dürfen wir auch manchmal mitentscheiden. Also wir dürfen eigentlich schon mehr eure Sachen mitentscheiden. Ja, im Sport halt öfters, aber auch so jetzt kurz, wir machen jetzt noch einen Besuch bei der Burg Ravensberg. Und da dürfen wir auch mit entscheiden, welches Team oder sowas. Okay. Und dann noch die letzte Frage für euch. Was ist Rassismus in euren Augen für euch? Also, dass Kinder wegen, dass sie aus anderen Ländern oder eine andere Hautfarbe haben, anders behandelt werden, gemobbt und gemobbt werden. Für mich ist Rassismus auch wegen anderer Hautfarbe, anderes Aussehen, dunkle Haare. Und dass die dann halt nicht gleich behandelt werden. Ja, das ist ja. Okay, das waren alle Fragen an euch. Ich bedanke mich natürlich. Ja. Auf zur PRB Bockholzhausen. Da sind Herr Osmar, Herr Schumacher und Justus Niedermeyer zur Stelle. Hallo, wir haben hier Herr Osmar sitzen, mein Mathelehrer, und ich will ihm gerne ein paar Fragen stellen. Okay. Werden hier alle Kinder und Jugendliche gleich behandelt? An unserer Schule denke ich schon, dass wir im Rahmen des Netzwerks Schule ohne Rassismus schon sehr viel dagegen tun, dass unsere Schülerinnen und Schüler gleich behandelt werden. Natürlich glaube ich, dass es nicht in allen Situationen perfekt funktioniert, aber ich glaube, dass wir da als Schule schon sehr, sehr weit sind, ja. Spielt die Hautfarbe, Religion oder Herkunft für Sie eine Rolle? Also für mich auf jeden Fall nicht. Und ich glaube auch für die anderen Lehrer hier in unserer Schule kann ich das Gleiche bestätigen. Ich selber habe einen Migrationshintergrund und habe einige Erfahrungen in meiner Schulzeit gesammelt, negative leider auch, sodass ich als Lehrer da natürlich besonders darauf achte, niemanden aufgrund seiner Herkunft oder ja, das war. Sie haben gesagt, Sie haben Erfahrungen gemacht. Was denn für Erfahrungen? Ja, also die Erfahrungen waren eher in meiner Schulzeit. Ich kann mich erinnern, dass es Schülerinnen und Schüler gab, die mich aufgrund meiner Herkunft beleidigt haben, aber auch unter anderem gezielt ausgegrenzt haben. Das waren sicherlich nicht alle Schüler,
Aber man hat doch wohl gemerkt, dass zunehmend es dann sich Gruppen gebildet haben, die gezielt gegen Personen mit Migrationshintergrund waren. War für mich natürlich dann als Kind sehr, sehr schwierig, weil man dann auch irgendwo das Gefühl hatte, wie gehe ich damit um? Und es ist natürlich für einen dann sehr, sehr schwierig, wenn man mit 11, 12 Jahren gar nicht weiß, wie man damit umzugehen hat. Und man hat sich dafür ein bisschen auch dann irgendwann geschämt, natürlich. Können Sie mir erläutern, was in Ihren Augen Rassismus ist? Also für mich ist Rassismus einfach nur, dass Personen diskriminiert werden aufgrund ihrer Herkunft, aufgrund ihres Aussehens, aufgrund ihrer Herkunft oder Religion. Okay. Ja. Dürfen Sie hier als Lehrer irgendwo bestimmt mitentscheiden? Also ja, da gibt es einige Möglichkeiten. Mhm. Wir sind im Netzwerk Schule ohne Rassismus. Wir haben viele Projekte und Tage an dieser Schule, an denen das Thema thematisiert wird und vorkommt. Beispielsweise könnte man am Friedenstag als Lehrer einige Workshops anbieten zu diesem Thema und nochmal gezielt das Thema fokussieren. Es gibt auch Projekttage und Wochen, an denen man selber natürlich auch als Lehrer die Möglichkeit hat, die Tage entsprechend zu gestalten für die Schülerinnen und Schüler. Aber ich denke auch, dass die Schülerinnen und Schüler hier Möglichkeiten haben, eben an diesen Tagen genug mitzuwirken oder eben auch in der Schülervertretung mögliche Dinge zu entscheiden, die dieses Thema betreffen. Ja. Und haben Sie einen Vorschlag, wie sich die Schüler an der PAB dafür engagieren können? Genau, das wäre eine Möglichkeit, eben im Rahmen der SV, da sich dafür einzusetzen, aber auch eben in den Veranstaltungen, die im Rahmen von Schule ohne Rassismus stattfinden, sei es der Friedenstag oder die Projekttage. Aber ich denke, es ist auch die Verantwortung von jedem Schüler, in solchen Situationen eben nicht wegzugucken und Lehrkräfte schnellstmöglich zu informieren. Ich denke, dass viele Schüler auch vielleicht sich in solchen Situationen, wenn sie etwas beobachten in diese Richtung, gerne mal wegschauen, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Und da möchte ich auch nochmal alle Schüler ermutigen, das eben nicht zu tun und Rassismus sehr ernst zu nehmen. Ja. Danke, Herr Rossmer. Ja. Und das war's. So, wir haben hier jetzt meinen nächsten Interviewpartner, Herr Schumacher. Hallo, Herr Schumacher. Schön, hallo, dass Sie gekommen sind. Ich habe hier ein paar Fragen für Sie. Und wir fangen schon mal mit der ersten an. Werden hier alle Kinder oder Jugendliche gleich behandelt? Ich denke, dass bei uns an der Schule alle Jugendlichen, alle Schülerinnen und Schüler gleich behandelt werden. Sicherlich gibt es in der Schülerschaft durchaus auch Tendenzen, das anders zu sehen, aber das ist dann eher Einzelfälle. Okay, danke schön. Spielt die Hauptfarbe, die Religion oder die Herkunft für Sie eine Rolle? Für mich spielt sie insofern eine Rolle, als dass sie eigentlich keinen Unterschied ausmacht. Ich denke, dass es vollkommen in Ordnung ist, Menschen alle gleich zu behandeln. Okay, danke schön. Und wo dürfen Sie hier als Lehrer mitentscheiden? Ich darf als Lehrer in vielen Bereichen mitentscheiden. Wie an jeder Schule hat man als gewähltes Mitglied zum Beispiel in der Schulkonferenz die Möglichkeit, Entscheidungen mitzutreffen. Das gilt zu gleichen Teilen für Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern. Ich kann mich in AGs einbringen, so wie ihr auch eine AG habt und man in dieser AG auch mitarbeiten könnte und insofern da sicherlich auch seine Ideen einbringen kann. Und Schülerinnen und Schüler können sich natürlich in der Schülervertretung einbringen, ihre eigenen Ideen, ihre Vorschläge und ihr Engagement da zum Ziel bringen. Dankeschön. Und jetzt die letzte Frage. Was ist für Sie Rassismus? Rassismus ist tatsächlich die Unterscheidung, die unterschiedliche Behandlung von Menschen unterschiedlicher Herkunft, in meinen Augen. Das Wort ist ja definiert als rassischer Unterschied, wobei wir diesen Begriff Rasse ja nicht verwenden eigentlich. Tatsächlich ist es die Unterscheidung, die Differenzierung nach geschlechtlicher Ausrichtung, nach Geschlecht, nach religiöser Ausrichtung, nach Herkunft. Ich glaube, das habe ich alles genannt. Dankeschön, Herr Schumacher. So, das ist mein Mitschüler Justus und ich werde ihn jetzt auch ein paar Fragen stellen. Werden deiner Meinung nach hier in der Schule alle Kinder und Jugendliche gleich behandelt? Also ich finde seitens der Lehrer auf jeden Fall. Allerdings merkt man schon, dass seitens der Schüler untereinander, dass es da schon öfters Unterschiede und auch Konflikte geben kann oder es eher gesagt gibt.
Okay, danke schön. Die zweite Frage wäre, spielt die Hautfarbe, Religion oder Herkunft für dich eine Rolle? Für mich persönlich nicht, nein. Allerdings merke ich das zum Beispiel bei Mitschülern, dass es dort so ist, dass sowas schon eine Rolle spielen kann. Dankeschön. Die nächste Frage wäre, wo dürft ihr als Schüler, dürfen wir als Schüler mitentscheiden? Im Sinne von Rassismus oder Diskriminierung oder im ganzen Schulsinne? Schon in der Richtung von. Naja, was heißt mitreden? Also was man mitbekommt, dass SchülerInnen zum Beispiel aufmerksam machen auf Diskriminierung oder Rassismus, also zu den Lehrern zum Beispiel gehen. Und es gibt ja auch die Möglichkeit für Klassensprecher, Schüler, SprecherInnen, sich in der SV zum Beispiel oder in den Schulkonferenzen mitzubeteiligen. Und da haben wir schon eine Möglichkeit mitzusprechen oder wir können selber zur Schulleitung gehen. Dankeschön. Und die letzte Frage wäre, was ist Rassismus für dich? Konkret Rassismus für mich ist die Diskriminierung, Ausgrenzung und Benachteiligung von Personengruppen aufgrund ihrer Herkunft und Hautfarbe. Es geht dann auch weiter mit Diskriminierung, zum Beispiel Religion oder Sexualität, aber Rassismus konkret, Herkunft und Hautfarbe. Okay, dankeschön. Gerne. Jetzt aber ab zur Stadt. Frau Holz, unsere stellvertretende Bürgermeisterin, wartet schon. Kommen wir zu unserer nächsten Person, Frau Holz von der Stadt Buckelshausen. Frau Holz, haben Sie, also gibt es die Möglichkeit, als Bürger von Buckelshausen mitzubestimmen? Ja, gibt es schon. Also ich kann ja mal sagen, wie ich das für mich gelöst habe. Also ich bin, es gibt ja im Stadtrat im Moment 5 politische Parteien sind da vertreten. Und da bin ich schon ganz lange aktiv bei den Buckelshausener Unabhängigen. Also seit 1989, mal mehr, mal weniger. Mit kleinen Kindern weniger und dann wieder ein bisschen mehr. Und ich bin jetzt seit, denke ich mal, 6 Jahren ungefähr im Stadtrat. Und das ist natürlich auch eine Form des Sich-Einbringens und des Gestaltens von dem, was hier in unserer kleinen Stadt passiert oder wie das gestaltet wird, wenn es Probleme gibt. Und da will ich gleich mal was Positives sagen. Also ich bin sehr davon angetan, wie bei bestimmten Themen, also das soll ja jetzt hier auch um Rassismus gehen und um Demokratie, also wie bei dem Thema zum Beispiel Umgang mit Geflüchteten, wie gut die Sprache ist. Es gibt überhaupt keine, nicht im Ansatz eine diskriminierende oder abwertende Sprache. Und das finde ich richtig gut. Das heißt, es wird immer in einem freundlichen, nicht nur Ton, sondern auch in einer freundlichen Sprache darüber gesprochen, wie Geflüchtete hier untergebracht werden, was es da an Problemen gibt. Auch wenn es Probleme gibt, dann wird nie auf so eine Ebene das geschoben, ja, die sind eben so. Also das kann man sich ja denken, was zum Teil so passiert an Vorurteilen, ne? Und das finde ich zum Beispiel, das ist richtig, richtig gut. Und da tragen natürlich alle Stadtratsmitglieder zu bei, ne? Dass das bei uns so in einem also diskriminierungsfreien Sprache passiert. Und natürlich gibt es auch andere, es gibt Vereine, wo sich Menschen engagieren können, zum Beispiel die Sportvereine, da findet auch viel statt an Zusammenkünfte, an Gestaltung, wie ich war zum Beispiel letztes Jahr, ich bin ja stellvertretende Bürgermeisterin, da war ich eingeladen zu den mongolischen Ringern. Also das sind Menschen aus der Mongolei, die hierher gekommen sind, die hier leben. Und in der Mongolei gibt es eine spezielle Form von Ringertechnik, die ist anders als in Europa. Und das ist alles organisiert worden von einem dieser großen Sportvereine hier. Und es waren ganz, ganz viele Menschen aus der Mongolei, aus ganz NRW sind die gekommen. Und es gab Essen, mongolisches Essen, es gab Essen von, also unser Essen, sage ich jetzt mal hier, ne? Also das fand ich zum Beispiel ein richtig gutes Beispiel auch dafür, wie Sport zum Beispiel für Völkerverständigung, für Kontakt, für Austausch sorgen kann. Also das ist zum Beispiel eins. Dann natürlich, eigentlich kann man das in allen Vereinen, es gibt so viele Vereine, wenn Mensch sich
engagieren will hier im Ort, dann können Sie zur Feuerwehr gehen. Da sind auch Menschen, also in der Jugendfeuerwehr, da bin ich öfter auf dieser Jahreshauptversammlung. Da sind auch, glaube ich, ich frage ja nicht, aber manchmal sieht man das. Ich glaube, da sind auch Jugendliche mit Migrationshintergrund, wie das immer so schön heißt, dabei. Es gibt den Heimatverein, die sich darum bemühen, dass der Heimatbegriff erweitert wird, dass das nicht nur für Deutsche sozusagen gilt, sondern andere Menschen, die dann hier bleiben, für die wird das ja auch zur Heimat. Und es gibt die Kantorei, da singen Leute aus verschiedenen Gruppierungen, also jetzt was die Kirche angeht, es gibt so viele Vereine in Burgholzhausen. Also ich glaube, da kann man richtig viel, wenn man sich einbringen will, wenn man mitgestalten will, dann gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist halt immer mit Engagement verbunden. Also von nichts kommt nichts, kann man sozusagen sagen, nicht? Also man muss dann auch dabei bleiben, eine Zeit lang zu Versammlungen gehen und seine Meinung einbringen und auch manchmal darüber streiten, wie irgendwas gestaltet werden soll. Ne? Ja. Okay, haben Sie selber Erfahrungen mit Rassismus? Ich selber nicht, also jedenfalls nicht in Deutschland. Eine ganz kleine hatte ich mal in der Schweiz, das will ich hier aber nicht ausweiten, da war ich schon ziemlich platt, wie mit einem umgegangen werden kann. Ich habe das aber erlebt in meiner Kindheit. Ich bin in einem kleinen Dorf aufgewachsen und da gab es Leute, also das war in den 50ern und da gab es ja sogenannte Vertriebene. Das waren Deutsche aus diesen ehemaligen Gebieten im Osten, in Schlesien, in Pommern. Und das zum Beispiel bei uns im Dorf, das war rein evangelisch. Die Menschen kannten überhaupt keine deutschen katholischen Glaubens. Und es kamen dann Menschen, die waren katholischen Glaubens und die wurden nicht geachtet. Das muss man sagen. Die sollten nirgendwo ihren Gottesdienst abhalten können. Also das habe ich schon so mitgekriegt. Auch wie die Kinder, wir waren ja zusammen in der Volksschule, hieß das damals. Heute sagt man Grundschule und hinterher Hauptschule. Also wie ängstlich die waren, weil denen nicht mit Wohlwollen begegnet wurden. Die wurden nicht willkommen geheißen, sozusagen. Das ist ja auch ein Aspekt, dass ich erstmal den Menschen, auch wenn sie anderen Glaubens sind oder eine andere Hautfarbe haben oder, na, es geht ja noch weiter manchmal, also dass ich den Menschen, wenn ich denen begegne, dass ich freundlich bin, also dass ich die grüße und wie ich die Menschen angucke, ob ich die abwertend angucke, weil sie, was weiß ich, vielleicht die falschen Haare haben oder die falsche Frisur oder was weiß ich, das merken die Menschen natürlich. Und wenn ich irgendwo fremd ankomme, dann bin ich natürlich darauf angewiesen, dass mir zumindest freundlich begegnet wird. Das öffnet ja schon ein bisschen was. Das ist natürlich ein langer Prozess, wenn ich irgendwo fremd ankomme, bis ich mich wirklich zugehörig fühle. Das passiert ja nicht innerhalb von ein paar Tagen, ne? Also außer man ist Vertriebener und man kann auch Deutsch fließen. Das ist natürlich nochmal was anderes als zu den Geflüchteten, die inzwischen zu uns kommen, ne? Und da kann, wenn Sie nach der Stadt gefragt haben, da finde ich das richtig wichtig, dass wie das gestaltet wird. Und ich war auch mal da, als die Geflüchteten aus der Ukraine untergebracht wurden, da oben in dem alten DRK-Heim. Also das war vollkommen in Ordnung, vollkommen respektvoll und mit Achtung. Und das finde ich, ja, das ist wichtig. Also sie haben ja auch gesagt, nee, weiß ich, mit Rassismus, also Rassismus hat ja viele Aspekte, ne? Dass ich Menschen aufgrund ihrer Herkunft nicht achte, auf ihrer religiösen Zugehörigkeit, aufgrund ihres Geschlechts, kann ja auch passieren, und aufgrund ihrer sexuellen Orientierung, ne? Von daher ist das ja ein ganz weites Feld, ne? Und wo es natürlich gibt es auch Vorurteile, das ist ja so, und da muss auch jeder selber auf sich achten, ne? Wann springen so meine Vorurteile an? Also, weil das ist einfach zum Teil so. Ne? Ich kenne bei mir auch Vorurteile. So ist es nicht. Ne? Also, die dann auch zu zügeln und nicht sofort loszulegen, nicht? Wenn es einen kleinen Anlass geben sollte. Ne?
Ja, das finde ich auch wichtig. Vielen, vielen Dank, dass wir Sie bei uns haben durften. Ja, ich bin gerne gekommen. Und ich finde auch diese Schule gut. Ich finde das auch gut, dass sie so ein Projekt machen und dass sie eine Schule, wie heißt das, gegen Rassismus? Oder nee, wie nennt man das? Also, dass sie sich dazu bekennen, also dass sie Stellung beziehen in Bezug auf Rassismus, dass sie Rassismus nicht zulassen wollen. Das ist natürlich, das kann man ja beschließen, dass man das nicht zulassen will, aber das passiert ja im Alltag. Da muss ja darum, muss man dafür sich engagieren oder kämpfen, ist ja ein hochtrabendes Wort. Aber sich dafür engagieren, dass Rassismus, das man ausstrahlt, so nicht. Das wollen wir nicht. Das ist nicht unsere Haltung. Genau, Dankeschön. Am Ende zum Heimatverein. Frau Eggert, Ex-Kollegin und Vorsitzende des Heimatvereines, und Herr Knaust vom Vorstand haben uns bestimmt etwas Interessantes zu erzählen. Ja, ich bin Eva-Maria Eggert, Mitvorsitzende des Heimatvereins in Burgholzhausen. Peter Knaust, bin auch im Vorstand vom Heimatverein Burgholzhausen. Okay, fangen wir direkt an. Inwiefern kann man in Burgholzhausen mitbestimmen? Also wenn es um politische Mitbestimmung geht, da gibt es natürlich viele Möglichkeiten in den Parteien, die wir hier haben. Wir haben 5 vor Ort. Man kann aber auch außerhalb der Parteien sich engagieren, also auch politisch, aber natürlich auch nicht politisch in vielen Bereichen. Also etwas, was ich jetzt gerade in Erinnerung habe, ist unsere Stolpersteingruppe. Das ist ja so eine Graswurzelbewegung, die aus der Zivilgesellschaft kommt. Und ja, die haben wir hier. Und ich glaube, es gibt auch noch andere Initiativen im Bereich Naturschutz. Also wenn man möchte, kann man sich engagieren. Man kann auch selbst eine Initiative ins Leben rufen. Noch irgendwas dazu zu ergänzen? Ja, und dann gibt es ja auch Bestrebungen im politischen Raum sozusagen, Schülerräte zu gründen, wo sich Schüler aktiv beteiligen können, damit sie ihre Interessen vertreten sehen. Und da sage ich auch ganz einfach, wenn man etwas möchte, muss man sich auch engagieren. Und die Mitbestimmungsmöglichkeiten, die gibt es sicherlich auf allen Ebenen, wie Eva schon sagt, Vereine, Bürgerinitiativen, Jugendzentren, wie auch immer. Da stimme ich zu. Kommen wir zur nächsten Frage. Inwiefern haben Sie schon mal Rassismus miterlebt oder einfach nur mitbekommen? Also, ich glaube, so ein latenter Rassismus ist sicherlich vorhanden in Bezug auf Geflüchtete, aber auch viel Engagement in der Hinsicht. Also ich persönlich in den letzten Jahren habe nichts in der Hinsicht erlebt, aber wenn ich an früher denke, an meine Kindheit, meine Eltern kamen aus Schlesien, also aus dem heutigen Polen, waren auch Geflüchtete. Und die haben doch immer erzählt, dass sie hier nicht gleichberechtigt waren. Also viele Jahre, Menschen zweiter Klasse. Und das hörte im Grunde erst dann auf, als die nächste Migrantenwelle kam. Da hat sich das geändert. Aber ich selbst kann solche Erfahrungen nicht berichten. Die direkte Erfahrung habe ich eigentlich auch nicht mit Rassismus. Habe allerdings auch viele Bekannte, die aus fremden Ländern, anderen Kulturen, anderer Hautfarbe kommen und die in meinem Umfeld eigentlich von meinem Empfinden im Bilateralen gut zurechtkommen. Wie es außerhalb ist, kann ich so nicht sagen. Man müsste sicherlich auch über den Begriff Rassismus genau definieren. Selbst wie ich recherchiert habe, ist ja der Begriff Rasse mit Zweifeln zu belegen, weil es die eigentlich gar nicht gibt auf der Welt, unterschiedliche Menschenrassen in Anführungsstrichen. Und gleichzeitig gilt es im Grunde, wenn man einem Rassismus begegnet, dem auch entschieden entgegenzutreten. Auch wenn man als Dritter vielleicht daneben steht. Und das ist schon alleine Verpflichtung für uns alle hier, basierend auf dem Grundgesetz, was wir haben, dass die Würde eines jeden Menschen unantastbar ist, dann gilt es natürlich für alle, unabhängig von Kultur, Herkunft und anderen Dingen. Das sehe ich genauso. Danke für Ihre Beteiligung an diesem Video. Bitte schön. Vielen Dank. Ja, Ihnen und euch auch. Nun folgt das Fazit von der SOR-SMC-Gruppe. Die SOR-SMC-Gruppe Burgholzhausen teilt mit, dass diese Reise für sie etwas ganz Besonderes war.
Man hat Menschen kennenlernen dürfen, die sich gegen Ausländerhass und Menschenverachtung aussprechen und Flagge zeigen gegen rechts. Wir durften mithelfen, deren Meinungen bekannt machen zu dürfen, was für andere Betroffene ein Zeichen sein soll, dass sie nicht allein sind. Etwas, was in unserer Zeit zunehmend wichtiger wird, im Kampf um unsere Demokratie und im Einsatz für unsere Nächsten, Freunde, Nachbarn und Mitmenschen. Daher gilt, nie wieder Faschismus, nie wieder Krieg. Am 13.04.2024 treffen sich viele Leute in der Innenstadt von Brockertshausen, um sich für Demokratie und gegen Fremdenfeindlichkeit auszusprechen. Dies ebenso wie in den Städten Werder-Westfalen, Bielefeld, Köln, Berlin und den anderen großen Städten Deutschlands. Nie wieder ist jetzt, Nancy Faeser. Auf Wiedersehen und alles Gute.